Garu, 1593. Okay, Flampivian, Corazon, Tentantel, Riffex, Dragapult und Lucario. Ich finde Cramo hier auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wir leaden mit Road to Meet, wir nehmen Cramo noch mit. Und wir nehmen noch den einzig wahren Unvergesslichen. Mimikma mit? Fragezeichen. Wir nehmen Mimikyu noch mit. Let's go. Aber auch 1593. Bist du das? Welche Capture Card nutzt du? Delgato HD60S. Ach ja, funny story. Zero wurde von Facebook Streaming aufgekauft und streamt nicht mehr auf Twitch. Was? What? No way, als ob. Was? Ich bin jetzt ein Free Agent. Mods sind halt auf Facebook Streaming useless. What? Okay, da muss der echt viel Geld bekommen haben. Da muss der wirklich viel Geld bekommen haben. Holy shit. So, wir gehen raus in Kramer. Das Matchup kennen wir ja. Gegen Dragapult. Holy shit. Da hätte ich... Okay, Alter. Weil... Ihm bringt es halt gar nicht so viel auf Facebook zu streamen, oder? Man konnte man sich ja anmelden. Nee, Rox, was geht? Ist schon ein bisschen her, glaube ich. So. So und so. Die Frage ist der Choice oder nicht? Gehen wir einmal für Roat und checken ab, was er ist vom Set. Machen wir. Ich habe ungelohnt noch keinen Stream auf Facebook gesehen. Habe ich auch noch nie gehört, dass Leute auf Facebook streamen. Ist ja schon traurig, sowas anzunehmen. Naja, die Sache ist die, pass auf, Leute. Wenn mir jetzt jemand zu mir hinkommen will, okay? Stell euch vor, ich bin ein großer Streamer, okay? Und wir reden hier von sechsstelligen Beträgen. Locker. Und da kommt jemand zu dir und sagt, ey, Streamer bitte auf Facebook und du kriegst 100.000 bis 1 Million, okay? Dann denkst du dir halt, Bruder, normal. Da bin ich am Start. Ich bin dein Mann. Okay, so ist es halt. Du bist doch groß. Ja, aber wir reden jetzt von einer Größe wie Zero zum Beispiel. Den Twitch-Streamer. Auf Facebook haben wir Stream, lol, Kappa. Nicht schlecht. Okay, wie fahren wir hier jetzt weiter fort? Ich würde sagen, wir Dynamaxen. Dynamaxen wir? Wir können Dynamaxen. Und gehen hier für die Hühnerdüse. Facebook ist Rotz. True. Ach nee, würde ich machen. Ja, ja. Keine Ahnung, ich liebe seine Streams, aber sorry. Ich gehe jetzt nicht auf Facebook, um Streams zu gucken. Ich schaue ja nicht mal auf YouTube-Streams. Ja, siebenstellig dann vielleicht. Ja, das ist doch wie die ganze Mixer-Geschichte da und so, ne? Welcher Zero, der Smash-Player? Ja, der Smash-Zero. Bei dem sind es safe keine sechsstelligen mehr. Glaubst du, dass es noch mehr ist? So, wie viel macht der in der Sonne? Ja. Man kann auf Facebook streamen. Ja, das war gerade auch mein Gedanke. Okay, es gibt Facebook-Streams und die wollen Leute. Okay. Na gut. Wir gehen einmal für die Duna Wall, damit er wieder klein ist. Man verliert halt seine Community. Keiner guckt halt Streams auf Facebook. Hat man einen Streamer gesehen, der hatte durchschnittlich 300 bis 500 Viewer auf Twitch. Und jetzt Facebook hat 100. Ja, die Sache ist, die Zero hat aber schon relativ viel Zuschauer. Das heißt, da werden schon einige mitziehen. So, wir gehen nochmal für die Nerdüse. Aber ja, man macht sich damit schon ein bisschen was kaputt. Aber ja, ich habe das schon häufig Streamer oder YouTuber über Philosophieren hören. Wie zum Beispiel, was wäre, wenn jetzt, geht für links. Wenn jetzt jemand zu mir hinkommen würde und sagen würde, ey, ich gebe dir 1 Million und du dürftest nur noch Fortnite streamen. Ist halt schwierig, weil du könntest halt damit fast für dein Leben aussorgen, okay? Jemand macht dir ein Angebot, dass du fast aussorgen kannst für dein restliches Leben. Schwierig. Ist schwierig so, die Sonne hört wieder auf und wir können jetzt hier eigentlich für Eisenabwehr gehen.
Wir sind gerade ziemlich gut dabei. Facebook gibt's noch. Ja, aber die Sache ist die, das ist doch genauso wie mit Mixer und so weiter. Also Flammhof kommt, der macht jetzt halt nichts mehr. Das ist ja, glaube ich, von Microsoft und die hauen halt eben ihr Geld raus und wollen halt damit so ein bisschen Konkurrenz machen und das wird halt, hey, hallo liebe Leute und willkommen zu Fortnite. Und das funktioniert halt, okay? Geld annehmen und dann nie wieder streamen. Let's go. Ja, keine Ahnung. Schwierig. Das Spiel Phantomkraft. Man kann Phantomkraft tatsächlich spielen, weil es mit dem Dynamaxing ganz nice ist. Gib mal aber eine Frage, wie kann ich die Pokémon aus meinem Kampfteam wieder rausmachen? Ich kann zum Beispiel meine Berlin nicht mehr aus meinem Kampfteam raus tun. Oh Gott, da fragst du mich was. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht, welche Situation du meinst. Ja, aber Fortnite? Nicht mal bei FIFA. Ja, es ist schwierig. Es ist schwierig. So. Er darf einfach keine Burns bekommen oder so. Dann alles easy. Facebook, die neue Streaming-Plattform. Wenn du dir halt... Das ist ja deren Intention, ne? Die wollen halt Streamer kaufen. Und wollen dadurch dann natürlich an Reichweite gewinnen. Und das funktioniert halt eben. Und wenn jetzt Facebook sagt, ey, ich kaufe jetzt den Streamer und den Streamer und den Streamer und den Streamer auf Twitch, dann wird halt eben auch Facebook-Streaming eben beliebter. Und das ist halt eben deren Ziel. Das funktioniert ja, hat er bei anderen Plattformen auch schon versucht. Und die wollen jetzt halt genau dasselbe versuchen. Ah, bei dem Turnier kann man nur das Team nutzen, was man dort angemeldet hat. Okay, das ist gut zu wissen. Oh, da war der Crit. Und der Burn. Ach, come on. Ärgerlich. Beides in einem vor allen Dingen. Aber er verliert das Matchup halt trotzdem. Deswegen ist es okay. Was will Facebook denn noch? Wenn ich WhatsApp öffne, steht da auch Facebook. Wann kommt WhatsApp-Stream? Yo. Ja, okay, ist ja über Facebook, ne? Dementsprechend. Aber gehört nicht Instagram sogar zu Facebook? Ist es nicht so? Weil auf Instagram kann man ja auch streamen. Sehr ehrlich, würdest du 100.000 annehmen, obwohl du wüsstest... Hat er mich gekriegt? Nee. Obwohl du wüsstest, dass du nur noch maximal 10 Zuschauer auf Facebook hättest. Hätte ich für den Rest meines Lebens nur noch 10 Zuschauer oder könnte ich mir dort versuchen, eine Community aufzubauen? Ist halt die Frage. Shorty kriegt dann Black. Oh. Spiel. Get, danke für dein Resub. Super appreciated. Vielen, vielen Dank, Mann. Dankeschön. So, killen wir ihn. Yes. Ja, der Burn war ein bisschen doof. Was mit Twitter streamen? I don't know. Mal gucken, wie sich das entwickeln wird. So, was schickt er rein? Wir sind auf jeden Fall schneller als er. Das ist ganz nice. Wir sind ja auf plus 1. Plus 1 im Winde, ne? Ja. Ja, wir sind schneller als das meiste. Corsola kommt rein. Ha! Pathetic! Okay, eigentlich habe ich gar keinen Bock auf das Matchup, aber der wird es halt auch auf Dauer verlieren. Let's go! Oh, er geht aber direkt für Nachtnebel. Aber das Matchup verliert er. Wobei ich halt irgendwann keine Roos mehr habe. Aber wir kriegen ihn dann trotzdem runtergechippt, was ganz nice ist. Okay, Leute. Ich gebe mein Bestes, mich so schnell wie möglich zu beeilen, ne? Ihr wisst, wie es läuft. Der Burn ist halt so nervig. Der Schmutz ist da. Schmutz. Das ist echt Schmutz. Jürgen Zucker, danke für die Follow. Okay, let's go. Wir müssen auf jeden Fall noch einmal für Roos gehen, bevor wir angreifen. Aber auf Dauer verliert er das Matchup. Damals haben die ESL Counter-Strike für ein Jahr gekauft. Und da hatten auf Facebook keine 1000 Viewer, während sie vorher auf Twitch überziehen hatten. Ja, ist kritisch. Django, vielen Dank für den Twitch Prime Sub. Super appreciated. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. So, die Sache ist die. Eigentlich würde ich jetzt gern angreifen, aber der Verhöhner hört jetzt auf. Das heißt, ich muss nochmal für Verhöhner gehen. Irgendwann wird er keine Nachtnebel mehr haben, sage ich euch. Besonders sofort zu streamen. Wir machen heute noch, bis wir die 15 Kämpfer erreicht haben. Für ein restliches Leben, Timo. Ja, aber die Frage ist ja, schaffe ich es noch weiter mir eine... Also kann ich mir trotzdem auf Facebook auch eine Community aufbauen? Theoretisch.
Wir gehen jetzt hier von theoretisch. Ja, das ist die Frage. Heute noch so Facebook-Stream. Morgen ist auf deinem Discord kein Twitch-Link, sondern ein Facebook-Link. Ich sag's euch. Das ist doch alles geplant hier. So. Jetzt können wir einmal Brave Bird einsetzen. Let's go. Let's go. Beziehungsweise hält der Verhöhner noch zwei Runden? Ich weiß es nicht. Da ist der Chip, den wir brauchen, Leute. Let's go. So, hört der Verhöhner jetzt auf? Scheiße. Jetzt ist eine 50-50. Ich meine, wir haben noch ein Mimikma. Ich sag, der geht für Nachtnebel. Ha! Nice. Ich würde das so räudig finden, auf Facebook zu streamen. Ja, ja. Stell mir das auch nicht so geil vor. So. Jetzt können wir wieder für Verhöhner gehen. Aber wir haben auch nur 4 Ruheorte, ne? Aber er wird auch nicht mehr so viele Nachtnebel haben. Wechseln wir mal ein. Schmutz ist sehr effektiv gegen Schmutz. Vor allem Geist-Pokémon sind Schmutz. Wie findest du die Story? Ich wäre anscheinend leider nicht so geil. Taugt mir nicht so. So, wie viel Nachtnebel hat er denn noch? Leider kann man sich das hier nicht anschauen, ne? Nee, kann sich nicht angucken. So, wir gehen für Ort. Und ihr so, Leute? Wie geht's euch? Hattet ihr einen schönen Tag? Ich hoffe doch. Mann, der wird halt bis zu 24 Nachtnebel haben, ne? Ich hätte mir aufschreiben sollen, wie viel er schon eingesetzt hat. Wir haben aber auch nur 3 Ward. Wenn wir nicht geburnt werden, wäre das so viel einfacher. Aber der Burn ist halt so ätzend. Ich hätte, glaube ich, einfach für Verhöhner gehen sollen und mich killen lassen sollen. Ich glaube, das wäre der Play gewesen eben. Aber ist, glaube ich, alles noch in Ordnung. Wir können jetzt für Verhöhner gehen und können uns dann killen lassen. Ja, wir machen es einfach so. Warum denn schwer, wenn es auch einfach geht? Wir lassen uns jetzt killen, Leute. Alles supi soweit, das freut mich. Wir lassen uns jetzt killen. Mal noch ein bisschen Schaden. Der Verhöhner hält nächste Runde noch. Können damit Mimikma auf plus 2 Attack gehen. Passt. Hallo, Battery! Was geht? Ich finde es gut. Sorry, ich gehe nur mit Facebook-Streamern. Okay, sorry. Ja, wie gesagt, Facebook wird sich wahrscheinlich versuchen, was aufzubauen. Und die werden wahrscheinlich demnächst dann auch schon Support bekommen in der Richtung, so ist es nicht. So, wir gehen für Schwertanz. Solange Facebook nicht Twitch kauft. Nee, wird niemals passieren. Weil Twitch gehört zu Amazon. Und Amazon ist die reicheste Firma der Welt, soweit ich weiß. Sollte, glaube ich, so sein, ne? Korrigiert mich gerne, falls ich falsch liege, aber ich bin mir ziemlich sicher. Deswegen glaube ich, wenn er das Amazon irgendwann alles kaufen wird. So, Dunklau, let's go. Ich glaube, es gibt Facebook Prime. Ich weiß es nicht. Okay, wechselt raus. In wen geht er? Ferrothorn. Oh, er hat echt noch Ferrothorn. Da wäre Kramer halt auch noch übel geil gewesen. Ohohoho. Jabadabaduhu. Ich habe nichts gesagt. Der hat ja gar keine Chance, Alter. Hat er Leftovers? Hat er Leftovers? Hat er Protect? Der wird Protect haben, oder? Ja, trotzdem für Dunkelklau gehen. Das sollte passen. Ah, Schwertanz wäre der Play gewesen. Fuck.
Ja, ist okay. Ist okay. Ja, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ist okay. Irgendwie dunkelblau. Ist es okay? Ja, doch. Ich glaube, wir haben sogar jetzt noch eine Chance, ihn zu killen. Und... Oh. Jetzt geht er für Egelsamen. Dann protected der... Oh Gott, warte. Okay. Oh, wir hätten für SD gehen sollen. Shit. Wir hätten für SD gehen sollen. Oh, das war so klar, dass er für Protect geht. Das ist seine einzige Chance gewesen zu gewinnen und ich froze einfach. Außer wir überleben jetzt. Er wird jetzt hier versuchen, für den Double Protect zu gehen, auf jeden Fall. Kein Grund, es nicht zu tun. Außer wir überleben jetzt Eisenschach und Lifehop noch, aber das glaube ich nicht. Nee, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Und jetzt verlieren wir wahrscheinlich mit Rotom gegen... Oh, wobei? Ich habe einen Plan. Er geht für den Double Protect. Er schlägt fehl. Ich glaube, es ist noch okay. So, wir sterben jetzt. Aber ich denke, das ist in Ordnung. Ich denke, das ist okay. Solange er jetzt nicht für Nachtnebel geht, ist es okay. Und selbst wenn, ist es, glaube ich, auch noch okay. Okay, schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Schauen wir mal. Amazon ist auf Platz 13 der reichsten Unternehmen, ja, okay. Aber ich glaube, der Besitzer von Amazon ist der reichste Mensch der Welt. So war das, glaube ich. Der Gegner streamt auf Facebook. Walmart ist Rank 1, so krass. So, wir gehen für Trick. Weil wenn er für Strange Step geht, dann ist er darin gelockt. Und er verliert halt so oder so seinen Evoliten, was halt nice ist. Selbst wenn er hier für Nachtnebel geht, ist es okay. Spiegelcape. Ein bisschen Kalk rausholen. Warte, wie heißt Corazon auf, wie heißt Corsola, ne? Gegen Rotom Heat. Oh, ich hab nicht mehr so viel Zeit, okay. Wir gehen für Voltwechsel, komm, let's go. Für Spielcape. Ich hätte für... Nee, doch. Ja, ich hätte, glaube ich, T-Bolt und dann Hitzekoller einsetzen sollen. Hitzekoller wird nicht killen, oder? Ich hätte zuerst T-Bolt und dann Hitzekoller drücken sollen, glaube ich. Oh, ich hatte nicht genug Zeit zum Kalken. Kill! Kill! Yes! Let's go, Leute! Piu, 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 alles richtig gemacht. Denn wir sind die besten Spieler der Welt. Klaus. Definitiv. Definitiv. Okay, 13 Matches, 11 gewonnen, 2 verloren. Lässt sich einrichten. Der Besitzer von Amazon ist der reichste fucking 130 Milliarden Dollar. Ja, ich glaube nicht, dass er auf die Idee kommt, Twitch zu verkaufen. An Facebook. Sehe ich nicht. Das war
Knabe Kiste. Ich glaube, vielleicht war es jetzt doch der Play. Ich sag, es war doch der Play. Oh, shit. Twitch gewinnt gegen Facebook. Das sind wir sind Twitch. Das ist ja unser Gegner, der war Facebook und dann bam, 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 bam. Let's go. So, einen Gegner gefunden. 1628 stehen wir gerade. Gegen GS mit einem Rang von 1557. Einem sehr, sehr coolen Team. Wir nehmen Rotomat. Wir nehmen... Wir nehmen Mimic mal mit. Und wir nehmen Gyarados mit. Let's. Da kann man eigentlich auch gucken. Let's go! Du hattest gerade Angst wegen Hitzekoller, du hast ja, sowieso den Evoli geklaut. Ja, aber Wolfswitch hat vorher schon nicht so viel Schaden gemacht, deswegen war ich mir unsicher. Dann spielst du die Schuhe auf Gyarados, damit er keinen Rocks- oder Stachler-Schaden oder so bekommt. Ich weiß, ich glaube, es ist im 3 gegen 3 nicht so gut, aber ich finde es nicht schlecht. Ist eigentlich auch eher ein 6 gegen 6 Set gewesen, aber ja, passt. Oh, jetzt hätte ich gerne meinen Kramer hier, ne? Das Matchup kennen wir. Und da war Kramer eigentlich immer sehr, sehr sapto. Gehen für Voltwechsel. Oh, ihr geht für Kehrtwende. Alright! Alrighto! Nehme ich. Solange nicht in irgendeiner Toll rausgeht. Die Option nicht, um Competitive zu spielen. Kann mir jemand helfen? Im VS findest du das. Snorlax. Absolut fein. Den nehme ich, den Boy. Sogar liebend gerne. Wir können übelst gut den Gyarados raus. Das war ein Crit, oder? Hä? Der ist physisch defensiv wahrscheinlich. Gehen wir raus in Gyarados. Let's go. Und holen den Regen raus. Würde die Kerzerbeere auf Gyarados mehr empfehlen. Ja, wie gesagt, es war ein 6 gegen 6 Set. Leider kann ich ja jetzt meine Sets nicht mehr ändern, aber ja, Kerzerbeere sehe ich auf jeden Fall. Gehen für Dynadüse. Und gehen danach für Dynaflut. Kannst du mit gegen Scarfrost im Heat ein T-Bolt tanken und ihn dafür killen? Nice. Das ist sick. Das ist echt cool. So, er wechselt raus. Wir holen uns jetzt auf jeden Fall den Speed Boost. Er geht raus in Haxorus. Okay, er hat noch Haxorus mit. Allerdings wäre so ein Sane gewesen, Kramer, holy shit. Ach du Schande. Sehe nicht mal auf Kurs von Rocks. Die Hippos spielen, glaube ich, meistens Rocks. Hippos oder Titas. Na, Tita wahrscheinlich auch häufiger, aber Hippos. Auf denen sieht man ihn. Die Tarnsteine. Okay, ja, Dynadüse ist hier übel gut. Weil wir gehen auf plus 1 Speed. Und das ist ein Two-Hit. Gerade so. Der Roll. So, und jetzt können wir eigentlich Dynadüse so lange durchspammen, bis wir gewonnen haben. No joke. Ja, wir gehen für Dynadüse. Da, da, da. So, wir sind jetzt auf plus 1 Attack und plus 2 Speed. Sehe nie Hazards bisher, also im 3 bis 3. Ich habe es ein paar Mal schon gesehen. Aber ja. So. Also Hazards im 3. Ja klar, die lohnen sich nicht so extrem. Extrem lohnen die sich nicht, das stimmt schon. So, Snorlax kommt wieder rein. Dann holen wir jetzt unseren Rain raus, oder? Ja, machen wir. Wird er hier selber Dynamaxen? Nö, macht er sogar nicht mal, lol. Okay, dann nehme ich das auf jeden Fall. Und kill die nicht ganz. Solange er nicht uns Body Slam parat, das ist okay. Er darf uns nur nicht Body Slam parern. Fluch.
XD. Ja, warum ist der für Fluch gegangen? So. Was ist dein Play? Ja, wir gehen für Kaskade. Hä, warum ist der für Fluch gegangen? Mega weird. Kaskade kommt, Kaskade killt. So, jetzt hat er noch Katapultra mit der Dynamax-Form. Das Problem ist, wir müssen eigentlich für Kaskade gehen. Sprungfeder sehe ich nicht so. Was sind Hazards? Tarnsteine, Stachler, Klebenetz und Giftspitzen. Und die Stahlstachler-Dings sein müssen. Chat, Sprungfeder oder Kaskade? Was sagt ihr? Ist hier the play to go? Ich sag's dir, wird halt Dynamaxen. Frage ist halt der Dynawall. Aber eigentlich kann ich immer Sprungfeder drücken. Kaskade, sagt ihr? Sprungfeder kann missen. Ja, sehe ich. Ja, gehen wir fest. Kaskade ist okay. Ich habe sowieso noch mit meinem in the bag. Hey, Dynamax nicht mal? Traurig für ihn. Ja, warum hat er nicht Dynamax? Manchmal habe ich das Gefühl, die Leute wissen nicht, dass der Dynamax-Knopf existiert. Kann wohl aufgeben, okay. Gut. Nehme ich. Was für Stachler-Dings seit neuestem Timo? Giga-Dynamax. Elefant-Pokémon. Kann mit Stahlattacken Stahl-Tarnsteine rauslegen. So, Leute, wir stehen 12-2. Schaffen wir es heute noch, 13-2 rauszugehen? Schaffen wir das heute noch? 1641, ist nicht schlecht. Ist okay. Kann man machen. So, 1571. Was hat er denn? Pelipper. Oh, er hat ein Rain-Team. Pelipper, Kapaloris, Tanatora, Amigento, Filinara und Mollot. Das erste Filinara, das wir heute sehen, das wundert mich tatsächlich. Das wundert mich tatsächlich. Okay, muss ich überlegen. Wir nehmen mit. Mann, wegen euch habe ich jetzt einen Ohrwurm wegen Cordula Grün, Alter. Wir nehmen mit Mimima. Wir liegen auch mit Mimima. Das ist okay. Wir lieben nicht mit Mimima. Aber wir nehmen Mimima mit. Wir lieben mit Rotom. Wir lieben nicht mit Rotom. Aber wir nehmen Rotom mit. Weil wir lieben nämlich mit Kramor. Wir nehmen Mimima noch mit und Rotom. Let's go. Darf er Giga Dynamaxmon in Ranks benutzen? Nee, aber Cordula Grün. Aber in den Tournaments hier. Sorry, aber deine Liga-Karte geht nicht. Wo ist der Balduin-Hintergrund? Jetzt will ich deine Ausrede hören. Ich habe tatsächlich erst vor kurzem gesehen, dass ich den Balduin-Hintergrund habe. Und da müssen wir vielleicht demnächst mal unsere Liga-Karte überarbeiten, Leute. Da stimme ich dir zu. Oh, ich dachte gerade, er vergisst auszuwählen. Und wir gewinnen, weil er vergessen hat, auszuwählen. Das ist ja witzig. Alter, der hat eigentlich schon verloren, Mann, weil er eine hässliche Liga-Karte hat. Kann ja keiner was sagen. Alter, wenn du das schaffst, habe ich was für dich. Okay, ich bin gespannt. Frage ist, ich meine, selbst wenn wir verlieren, sind wir heute 12-3 rausgegangen, was fein ist. Okay, lieb mit Tanatora. Ich lieb mit Tanatora? Ich meine, selbst wenn er Hausbruch drückt, ist mir das egal. Wir gehen für Eisenabwehr. Exit raus. Jetzt sind wir in einer sehr guten Position. Morlot. Der wird wahrscheinlich Unkenntnis haben, ne?
Engel für Sturzflug. Das macht Verhöhner. Verhöhner kann der Gegner nur noch Angriffsattacken einsetzen nach dem Verhöhner. Ja, der Schaden ist nicht schlecht. Engel für gerne. Ah, ich hätte für Verhöhner gehen sollen. Aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass er jetzt hier für eine Statusattacke geht. Aber ist okay. Wir müssen eigentlich im Mimik mal rausgehen, aber ich will nicht im Mimik mal rausgehen. Wir gehen in Rotom raus. Ich habe heute schon bei Friendly Fire 5 reingeschaut. Da geht für gerne. Ich hätte damit nur gerechnet. Will ich das jetzt so lange machen, bis ein Pokémon von mir schläft? Geh wieder raus und kram auch. Sieh du was, okay. Kein Burn, kein Burn, kein Burn, kein Burn. Perfekt. Saftig, knaftig. Und wir können für Verhöhner gehen diesmal. Siren, was geht? So, für was gehst du? Du gehst für Scanner! Hoho, er hat damit gerechnet. Dynamaxen wir? Nee. Wir gehen für Brave Bird einfach. Auch wenn er für Siedewasser gehen kann, aber wir gehen für einfach für Sturzflug. Soll okay sein. Einfach ein bisschen Damage drücken. Das Matchup gewinnen wir jetzt ab dem Zeitpunkt, selbst wenn er uns burnt. Gewinnen wir das Matchup. Alright. Genau, einmal für Sturzflug, bevor wir Rohr drücken. Oder, nee, Verhöhner sollte noch 2 Runden halten. Oder? Doch, sollte er. Sollte er, sollte er, sollte er. Selbst wenn nicht, wäre es nicht schlimm, weil wir haben die Zitro wären. Kein Burn, kein Burn. Burn würde es halt alles nur verlangsamen, was nervig wäre. Okay, lässt der Verhöhner nach. Ja, okay. Ist okay. Gehen wir jetzt für Verhöhner. Wir müssen auch noch auf plus 6 mit Dings gehen, mit... Oh, er wechselt raus. Und wen geht er? Amigento. Ist das Amigento Elektro? Ist es Amigento Elektro? Ja, Tatsache. Da müssen wir rausgehen in Rotom. Also Kramor gewinnt gegen die anderen beiden eigentlich relativ safe. So, er geht für nicht verkehrt werden, Multi-Angriff. Okay, gut. Wie viel Damage macht er? War schon echt viel. Aber noch geht es fit. Okay, fehlt zu Collar. Aber wenn er halt einfach in Dings rausgeht. Aber doublen wir raus, ist das der Play. Wir gehen für Hit zu Collar. Doch, doch, doch. Ich hab einen Plan. Selbst wenn er in Morlord rausgeht, ist es okay. Geht echt im Monat raus, ne? Ja. Ist okay. Alter. Oder Schaden. Die Frage ist halt. Geht jetzt für Gerner? Ne, wird für Genesung gehen. Hat das Morlord Unkenntnis? That's the question, Morlord. Ich habe leider nichts, von dem ich boosten kann. Ich bräuchte irgendeinen Boosting. Ja, meint. Der hat ja Unkenntnis. Der wird doch Unkenntnis haben, oder? Ja, noch live. Yes, wir gehen trotzdem raus im Mimikma. Man kann es halt nur nicht züchten. Nee. Nope, nope.
Ne, für ihn eh so ein Camp. Böllern wir dem hier jetzt einfach Damage rein und Dynamaxen? Wahrscheinlich, oder? Ich habe es mehr als jetzt einfach dumm für Dings zu gehen. Mehr aber, meine lieben Pokémon-Freunde. Mehr aber. Sagen. Mehr aber. Okay, wir gehen für die Dynamax-Fehlattacke. Let's go. Wie viel Damage bekommt der? That's a question. Mein Jungs, heute. Baby, Alter, vielen Dank, dass du sehr geil Sub checkst. Vielen Dank, Mann, danke für deinen Support. Danke, Mann. Okay, nice, der killt. Der nächste, solange er uns nicht mit Siedewasser burnt. Ah, kann er nicht, wegen dem Feenfeld. IQ 9 Millionen. Befindet sich einfach in meinem Kopf drin. Gerne. Das kann nicht funktionieren, oder? Funktioniert es? Im Feenfeld? Das darf eigentlich nicht funktionieren. Es ist gegen die Regeln. Das ist gegen die Regeln. Und es killt. Yes. Funktioniert nicht. IQ 9 Trilliarden. Und wir werden vom Nebelfeld geschützt. Saft. Ist ja auch immer so, dass du instant Respekt vor dem Gegner hast, wenn er einen asiatischen Namen hat. Nö, eigentlich gar nicht. Das habe ich jetzt nicht so. So, wir gehen für Dynazauber. Wir machen erstmal Damage. Damage. Selbst wenn er für Hausbruch geht, ist das nicht schlimm. Weil wir danach noch den Shadow Sneak haben. Den bekannten Schattenstoß. Aber ja, mal gucken, wie gefährlich das Ding noch wird. Oh, er Dynamax direkt, okay. Das ist schlimm. Wir haben halt noch unser Kostümspuk draußen. Er ist auf plus minus null. I don't know. Mal gucken, wie schlimm das ist, aber sollte eigentlich okay sein. Dynawall. Ist okay. Kann ich auch mitleben. So, das heißt, wir können jetzt hier Schwertanz drücken. Schwertanz, eine mächtige Attacke von Typ Normal. Noch Amigento Elektro und. Okay, das passt, passt. So, wir gehen für Schwertanz. Schwertanz. So, er macht jetzt unseren Dings kaputt. Geht er für die Wasserattacke? Wahrscheinlich, ne? Ja, okay. Das heißt, er kriegt den Regen raus. Das heißt, er will uns wahrscheinlich nächste Runde so oder so auf jeden Fall killen. Okay. Wie schlimm ist das alles? Ich glaube, es ist alles noch okay. Glaube ich. Und wir gehen für Knuddler. Der wird, glaube ich, nicht killen und der wird uns killen. So, Knuddler. Ja, das macht tatsächlich gar nicht so viel Schaden. Aber ist okay. Ist in Ordnung. Da kommt die Dynaflut. Das ist auch okay. Der Regen ist jetzt draußen. Ist tatsächlich ein bisschen nervig. Also wir gehen jetzt auf jeden Fall raus und nur zum Heat. Ha. Ha, ha, ha. So, wir gehen raus und runter. Boah, das wird actually noch ziemlich knapp. Das wird noch sehr knapp. Ich weiß nicht, was sein Amigante noch gegen Rotom hat, ist halt die Frage. Und wir gehen hier jetzt für Voltwechsel. Chris Rotom mit Full Special Attack, Full Speed Choi. Entschuldigung, wenn die Frage auf das kam. Ja. Er wird wahrscheinlich. Ah, wechselt er sogar raus hier. Das kann sein, ne? Okay, sein Play wäre es, glaube ich, hier gewesen, rauszuwechseln. Aber mal schauen. Ich weiß noch nicht, wie lange der Regen noch hält. Das ist auch noch so eine Frage, ne? Shorty kriegt den Blackout. Sirachi, danke für dein Resub. Wie viel denn, Mann?
Super, appreciate, dankeschön. Okay, so. Wie schlimm ist das jetzt? Wie lange hält der Regen noch? Auch eine sehr, sehr wichtige Frage. Noch zwei Runden. Wir müssen für Rohr gehen. Multi-Angriff kommt. Na, der killt. Scheiße. Der Regen ist echt nervig. Ja, wir müssen eigentlich für Hitzekoller gehen. Aber jetzt haben wir halt einen Hitzekoller im Regen raus. Dann auf minus 2. I don't know. Wir werden es sehen. Wir hätten es nicht besser spielen können, glaube ich. Hitzekoller kommt im Regen. Wie viel macht der? Wir müssen ihn küten. Wie viel Damage macht er uns? Dann geht vom Multi-Angriff. Okay. Okay, wir müssen ihn jetzt critten an der Stelle. Wenn wir ihn jetzt critten, dann gewinnen wir. Bless RNG, Leute. Bless RNG in den Chat. Wenn wir ihn critten, dann haben wir gewonnen. Wir brauchen einen Crit. Bless RNG in den Chat. Wir brauchen jetzt einen Crit. Okay, let's go. Schau ich weg. Let's go. What? Wir missen den Hitzekoller? Wie traurig, Alter. Wie traurig. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Okay, das war traurig, das war nicht traurig. Okay, aber wir stehen 12-3. Wir sind 12-3 rausgegangen. Ich denke, das ist fein.